Was gibt's denn hier? Hier ist die Tür zu. Bestimmt was Böses, weil ich mit einem mysteriösen Skelett. Geheimnisvolles Skelett. Das klingt doch nett. Oh. Ja. Ach, das sind nur Generäle. Achso, und ich habe mich schon vorher auf einen fetten Kampf eingestellt. Ja. Irgendwie nix. Aber du Oh. hast. Oh! Du hast trotzdem nur halb volles Leben. Ja. Vielleicht solltest du mal einen Heiltrank nehmen. Ja. Was ist denn das für ein Vier? Ach, das ist Mordrock sozusagen. Der Gegner heißt so. Was geht denn mit den Skeletten ab? Da kommen immer mehr. Kann er mal aufhören wegzulaufen? Ja, nice. Der Streitkolben ist super, der hat Lifesteal. Ich kann hier stehen und prügeln. Und da war er tot. Ah, Items, yeah. Ihr seid erfahrener geworden. Die Stimme, die das immer sagt, die klingt wie die in Anno. Okay. Die Anno-Sprecherstimme redet genau in der gleichen Tonlage. Was ich wieder für ein Crap hab. Todeshäuptlings, ja super. Ich hab. Hast du auch einen orangenen Gegenstand gefunden? Nein. Naja, ich hab einen gefunden und es ist ein Schild. Willst du den haben? Nee, danke. Super. Naja, weg damit. Ist langweilig. Wer braucht schon ein Schild? Oh, guck mal, hier liegt noch ganz viel Gold. Und noch mehr Loot. Hui! Und noch eine Truhe. Ja, super. Ich würde dann erst hier oben aussortieren an deiner Stelle. Aus der Axt? Obwohl, ne. Ist die einhändig? Ja, aber die macht nur irgendwie Giftschaden und elektrisch Schaden. Was steht denn dabei Schaden pro Sekunde? Ach so, da oben. 113. Was? Und die ist einhändig? Ja. Dann nimm du die, ne? Ja, gib mal. Ich habe, glaube ich, einen Gürtel für dich. Ich habe einen Gürtel für dich. Moment. Ich muss noch kurz meinen Alpaka beladen. Wo bist du? Nee, alt. Nehm dir. Oh. Zack, bist du aufgetaucht. Ja, bitteschön. Fetzigen Gürtel. Cool, danke. Boah, what the fuck? Die Axt ist ja krass. Der Gürtel ist auch krass. Die geht ja ab, ey. Wirklich 113 Schaden, die ist einhändig. What the fuck? Ist ja krass, ey. Gefeuer. Jetzt gehst du ab. Feuer. Geländer. Ja, könnte sein. Dass die ganz gut abgeht. So. Euer Begleiter ist fortgegangen. Euer Begleiter ist fortgegangen. Oh, guck mal, hier ist noch mehr. Nicht wirklich. Ja, doch. Erstmal das Gold wegmachen. Dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Ja, meinst du? Dann wird's weniger, ja. was skill ich denn jetzt hier am dümmsten? Die Passiven finde ich halt ziemlich nice, so. Das ist crap. Erhöht jeden Eisschaden. Erhöht den Körperschaden um 2%. Plus 24, Körperschaden. Was ist denn Körperschaden? Die deutsche Übersetzung ist ziemlich mies. Der Schaden, der Körperschaden, den du. Na, ich schätze mal, die meinen damit einfachen Standard-Nahkampfschaden, weißt du? Also, ja. Also kein Feuer, irgendwas, sondern das, wenn du machst, wenn du mit einer Waffe auf jemanden drauf triffst. Kein magischen Schaden halt, aber Körperschaden halt, keine Ahnung. Da hätten sie physischen Schaden oder so hinschreiben müssen. Körperschaden, also echt. Jetzt skill ich das einmal, glaube ich.
Ihr Begleiter ist aus der Stadt zurück. Oh, euer Begleiter ist aus der Stadt zurück. Danke. Ja, was? Hallo? Musst du das tun? Nee, danke. Solche Items sind eigentlich auch fies, wenn man zu zweit spielt, so mit Bonus-Erfahrungen und so. Dann kriegt der eine die ganze Zeit Bonus-Erfahrung, der andere die Standard-Erfahrung, dass der eine dann 50 Level weiter und... Aber naja, gut, 2% ist jetzt nicht so viel, aber... Wie wir aus Borderlands wissen, ist es gemein, wenn der eine nur 2% hat und der andere 10%, oder? Hey, so viel ist es gar nicht gewesen. Ich übertreibe es noch ein bisschen. Du bist wieder relativ leise irgendwie. Sorry. Oh. Keine Ahnung. So, was hat der Freund hier? Bonus auf Stärke. Eisschaden. Chance auf kritischen Treffer für einen Begleiter. Oder die Waffe. Gesundheit, Rüstung, 4% schnellerer Angriff. Alter. Da gibt's jetzt plötzlich übst gute Waffen. Ist ja verrückt. Alles gut. Tschu. Jetzt habe ich zwei von diesen komischen Äxten. Was ist das eigentlich? Wegpunktportal erstellen. Was passiert da, wenn man das macht? Null. Aha. Tempelsteppe, Enklave. Okay. Nö, das will ich gar nicht. Du, was machst du? Nö, Moment. Okay. Ich guck derweil immer noch die Skills an, was ich noch machen kann. Ja, sehr praktisch. Mein Pet ist gerade aus der Stadt zurückgekommen und sich. Kannst du versuchen, wegen Lautstärke nochmal irgendwas? Was soll ich denn machen? Ich kann das Ding ja schlecht in den Mund nehmen. Jetzt bist du wieder lauter. So, erhöht jeden alle Schaden. Das ist auch so krass übersetzt. Mann, jeden alle Schaden? Ja. Krass, Mann. Jeden alles Schaden im Ernst. Naja, damit meinen die wahrscheinlich alles, den physischen und den magischen Schaden. Wahrscheinlich hätte ich es doch Englisch lassen sollen. Ja. Verursacht 100% des Waffenschadens pro Sekunde, 60 Euro Schaden. Für 4 Sekunden. Aha, okay. Go, go, go. Hast du die Quest abgegeben? Okay, cool. Dann geht's hier weiter. Lauf! Guck mal, Felsen. Und eine Pagode. Loot! Ach ja. Findest du es nicht gut? Was ist denn das? Ein Löwe? Sieht so aus, ne? Mit Horn. Ein Einhornlöwe. Dam, da, 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 dili, du. Ach. Oh, oh. Was willst du? Ach, zum Einhornlöwen? Willst du ein Screenshot machen? Irgendwie geht das hier nicht so gut, finde ich, in diesem Spiel. No, es geht doch genauso wie mit allen anderen Spielen. Kann ich nicht irgendwo auch so das Bild drehen? Ach so, nee, scheinbar nicht. Keine Ahnung. Deshalb meine ich das. Ach so, meinst du das wegen Bild drehen, ja. Ja, gut. Aber ich mache einen Screenshot von diesem süßen Ding, das hier auch steht. Das ist ja auch voll witzig, ey. Vor allen Dingen, weil das
die Blumen da im Maul hält oder so. Geil. Richtig. Fetzig. So, weiter geht's. Kriegsbestie. Bam. Oh, guck mal, fallen. Oh Gott. Und du läufst durch. Ja, die schnappen nicht direkt zu, die brauchen kurz. Das ist gut. Brutzel. Bam, bam, bam. Hui, Gold. Und ein Mana-Trank. Yeah, Mana-Trank. Wupp, hoch. Wieder direkt explodiert ist, ey. Hast du das gesehen? Huch. Bam, bam, bam. Huch, was ist das für einer? Runenrufer. Keine Ahnung, der kann nix. Ach, hier brauchen wir wieder so einen goldenen Schlüssel her. Wie, der kann da oben runterschießen, aber ich kann nicht darauf schießen. Du triffst ihn doch, oder? Der ist doch fast tot. Echt? Ja. Ach, jetzt ist er tot, ja. Ich sah eben auf, als würde ich nur durch die Dinge treffen. Bring! Nö, du hast ihn schon richtig erwischt. Oh. Bonus auf Vitalität. Nee, nee. Huch, bist schon weiter. Metzel, Metzel, Metzel. Oh. Hier ist nix. Lass uns nach unten gehen. Wegpunkt, Portalrolle. Wo geht's denn hier mal dann auf, ey? Ach, dort, guck, hier, geht's hoch, hier. Was? Sieht gar nicht so aus. Hier kann man nach oben. Kannst du einfach mal dein Mikro drehen? Vielleicht wird's dann besser. Einfach mal irgendwie rumwurschteln. Schrein der Heilung. Besser? Ja, ein wenig. Großschwert. Der oh, was? Ich habe eine Zauber-Rollerdingens gefunden. Ein Zauberspruch oder was? Ja. Dann leg ich mal das an. Wupp, wupp. Tschum. Und was ist das für ein Zauberspruch? The caster is imbued with increased elemental damage strength. Okay. Also du buffst dich sozusagen selber und machst dann mehr Elementarschaden. Sieht so aus, ja. Alles klar. Klingt auch nicht schlecht eigentlich. Vor allem als Magier. Mhm. Muss ich mal testen. Wie lange hält denn das an? Keine Ahnung. Hast links über, also rechts neben deinem Lebensanzeige hast du die Buffleiste. Ah. Okay. Also über 30 Sekunden. Hä? Ne, jetzt ist weg. Hä? Mach nochmal, oder? Kannst du nicht nochmal? 5 Sekunden. Ach so. Hat's mir bei dir jetzt zumindest angezeigt. Ja, hab ich wohl verlesen. Dum, 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 dum. Hallo! Ha! Hast du gesehen, wie er da lag? Ja. So voll gechillt. Aber den aufgeweckt. Der Arme. Ja. Tut mir voll leid, ey. Kann ich mir in Ruhe so Nickerchen machen. Musst du immer durch die Fallen laufen? Ja. Dann sind sie wenigstens weg. Ich mache gerade Lagerfeuer hier. Teepart Fleischsack. Was? Ich hab's gar nicht gesehen, tut mir leid. Die saßen alle so schön im Kreis rum. Ums Lagerfeuer hier, oder was? Ja. Gut. Ach, guck mal, da unten ist auch einer. Ja, du kannst natürlich da runterballern. Ich kann das nicht. Guck mal, wie weit ich sogar noch fallen kann damit. Die fliegen immer so schön durch die Gegend. Sieht vor allen Dingen auch ziemlich fetzig aus. Diese ganzen einzelnen ganz Geschosse da, die dann ihr Ziel suchen. Phasenbestie. Hallo? Mann. Was? V?
Phasenportal. Wo kommt man da hin? Huch! Wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Phasenbestienreich. Okay. Komm mit. Ja, komm mal mit. Weil ich kann ja nicht zurück. Oh Gott, was ist denn das? Okay, das erinnert mich voll an Diablo. Die Netermanten hier sehen aus wie Gegner aus Diablo. Da gibt's auch solche, die sehen haargenauso aus. Vergiftet die Spinnennester. Und wie? Du musst hier Gift aufnehmen? Mhm. Oder auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Alter, was geht denn? Wo kommen die Spinnen denn alle her? Ah, okay. Was denn? Du musst das Gift anklicken, dann zu so einem Spinnennest hinlaufen und das dann auch anklicken. Welches Gift? Ach, da. In der Mitte, der komische Eimer da. Na komm schon. Lass mich doch mal hier durch, mein Gott. Chuck, Chaka, Chuck, Chakaka. Oh, ich sterbe gleich. Dann nimm einen Heiltrank. Was passiert? Wie viel muss man denn hier vergiften? Alle. Hier hinten ist noch eins. Ja. Upp. Ich hab das Gift geschmückt. Und jetzt da unten. Ja. Hoch. Ah. Gift holen. Zack. So. Das war's, oder? Nee. Ah, jetzt kommt große. Warum musstest du hier durchlaufen? Lol. Guck mal auf den Gold. Ja. Und eine goldene Truhe. Sehr schön. Und was war das jetzt? Was gab's hier? Keine Ahnung. Nichts. Irgendwas mit Mana. Wo bist du hin? Sehr gut. Da, halt, stopp. Handeln. Na, ja, bitteschön. Guck mal, ob dir das was bringt. Moment. Mana. Mana, Mana. Piep, 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 piep. Mana, Mana. Piep, 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 piep. Mana, Mana. Ja, nein. Nicht? Okay. Nee, ich hab eins mit mehr Mana. Okay. Dann kriegt's okay, mein Pet. Und jetzt kommen wir da raus hier. Ist ja witzig. Das ist ja wie so ein Event, sag ich mal. Wo du da zum Schluss eine Belohnung kriegst. Bei mir ist es auch nicht reich, sondern bei mir ist es Challenge. Okay. Die Challenge. Wupp. Lädt's wieder, oder was? Ist aber witzig, wenn's bei dir lädt, hast du 0 Mana und 0 Leben. Bam, bam, bam. Was war das denn? Haufen Geld unter den Brettern. Warum leuchten die blau? Ah, du bist wieder sonst wo. Hallo! Die leuchten immer schön. Oh ja, voll blau, ne? Die sind voll blau. Ha. Ah, ah. Jetzt Keks. Ich weiß. Folgen Sie mir, Frau Lama. Zack. Ich mag meinen Alpaka. Ach ja, Alpaka, nicht Lama. Tut mir leid. Ja, das ist ein großer Unterschied. Weiß nicht. Ist doch ein Unterschied, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich kenne übrigens echt so viel Unterschied auch nicht ganz genau. Bitte was? Ich kenne den Unterschied auch nicht ganz genau. Okay, jetzt warst du einmal richtig gut laut und dann warst du wieder leise. Aber du kennst den Unterschied nicht ganz genau, ja. Ist das nicht einfach nur eine Lama-Sorte oder so? Kann sein. Wo bist du wieder hin? Wo bist du denn? Ich dachte, du wärst auch hier. Warte, warst du nicht? Ich wollte mal hier über die Brücke gucken. Ach so. Gucken, was hier so abgeht. Bam! 10 Angel, Spot, Punkt. Nö, ne? Willst du angeln? Ist dein Pet in eine Spinne verwandeln? Nee. Ach, hier. Schau mal an. Was
nächsten Angelpunkt gefunden. Ja. Aber nur drei Versuche hat man. Okay. Dann geht's los. Verstecktes Angelloch. Trainingshalsband. Ach Mann. Wieder so ein Halsband gefunden, ja. Wupp, wupp. Kühle Marke. Ich krieg gar keinen Fisch her. Einmal noch. Krass. Wanderstab. Ich habe ein episches Cholera gefunden. Was? Ein einzigartiges, legendäres Dingens. Das heißt Epic Cholera. Okay, ist das für das Pet oder was? Ja. Und was macht das? Also erstmal 8 Physical Armor, dann 3 Eis, dann 3 Feuer, 3 Electric, 3 Poison, dann 100% Chance, die Schilde der Feinde zu zerbrechen. Das ist übel. Krass. Plus 5 Gift Rüstung, minus 1 Rüstung Dingens. 4 Gesundheit pro Hit stehlen und 2% kritische Hitchance. Cool. Ich glaube, das lege ich an. Ich glaube, das ist ziemlich krass, ja. Ha, wo ist es? Hä? Wie? Wo ist es? Was? Wo ist es hin? Hallo? Das hat die Katze. Also dein Lama. Wie die Katze? Dein Lama hat das. Ach, das. Das war hier gerade nicht drin. Der Fuck. Schock. Zack. Weg war's. Ich habe auch noch eins bekommen. Ist blau. Was macht's? Plus 10 Physical Armor und 3 Gesundheit stehlen Dingens. Okay. Willst du haben? Nö, mein Pet hat auch was gekriegt. Ich habe sogar noch was übrig. Brauchst du ein Halsband oder eine Marke Dingens da? Oder hast du beide? Ah, okay, cool. Okay. Also ich habe halt nur das in der Mitte des Collar-Ding. Okay. Also das Halsband da. Das ist eine Marke. Vielen Dank. Bitteschön. Aber dass du gleich sowas Krasses findest, ist schon mal total unfair. Ich bin jetzt neidisch. Ja, ich merke schon. Ja, total. So, ich guck gerade mal was kurz. Jum, 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 jum. Klick, 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 klick. Oh Gott. Da kommt irgendwas Dickes auf mich zu. Cool. Ja, ne? Huch. Ein Leck. Oh nein. Wie kann das nur sein? War dein Pet gerade unterwegs? Ach nee, du hast dann gerade einen Fisch gegeben, oder? Ja, Na, der Kriegsführer her. Bam. Mit seinem fetten Schild in der Hand. Der kam von hier. Aber hier waren wir schon mal. Laut Karte. Ist aufgedeckt. Stimmt. Bumm. Bumm. Da muss er wohl von der Brücke gekommen sein. Ja. Keine Ahnung. Manche laufen ja scheinbar immer mal ein bisschen. Was? Nichts. Huch. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Komm schnell hierher. Irgendwas ist hier passiert. Ja, Moment. Was ist passiert? Hier kam ein Boot angefahren. Okay. Plünderbucht. Begebt euch durch dieses Portal zum Anführer Captain Willy. Die Plünderbucht. Ihr habt eine neue Quest. Du auch? Bisschen creepy, aber ja.
Wupp. Uno momento. Müsst du da jetzt durch? Ja. Hm. Flip. Wo auch immer wir jetzt hinkommen. Die Plünderbucht. Hm. Ach, cool. Hier sieht's fetzig aus. Das stimmt allerdings. Das Boot. Dum 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 dum.